Willkommen zurück zu Monstrum. Ja, ich hatte immer wieder Bock, mein Glück zu versuchen. Er gesagt, mit 100% hier durchzuwaschen und auf jeden Fall zu fliehen. Genau, so. Aufgewacht in irgendeinem Ort. Ich weiß nicht wo. Oh, ein Klo. Was verpixelt? Sieht's noch schlimmer aus? Was ist hier? Nichts. Oh, eine Taschenlampe. Was macht die Taschenlampe hier? Wer hat sie da hingelegt? Und was macht dieser unbekannte und außerordentlich schöne Zettel hier? Ah, eine Fuse. Die könnte ich vielleicht gebrauchen. Aber ich weiß nicht, was hier los ist. Was ist denn los? Oh, ein Bett. Was? Irgendein komisches in meinem Gehirn. Irgendwas sagt mir, dass ich hier mich ducken soll und dann nach vorne, um zu crouchen und hier so unterm Bett zu verstecken. Und um aufhören damit, soll ich einfach zurückklicken, wenn ich aufhören will und so. Ach, keine Ahnung, ich glaube nur Scheiße. Okay. Deck 5. Kameras? Die Toiletten, alles klar. Der Ort allen Grauens und Übels. Oh Gott, ich hätte sie putzen sollen. Ist ja ekelhaft. Oh, ja. Das passiert mir auch jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke. Er zerbricht. Liegt nicht an mir. Das ist einfach, ja, nicht gute Qualität. Das ist der einzige Grund. Kann ich den Klodeckel nicht runtertun? Das ist ja ekelhaft. I. Das Klopapier sieht auch total ekelhaft aus. Wash your hands. Aber das ist ja das Dumme. Wenn man hier reinkommt und die Tür offen bleibt, weil man es vergessen hat, zuzumachen, die Tür. Okay. Wenn man auf dem Klo geht, sollte man möglichst die Tür zumachen. Aber kann ja sein, dass es Leute gibt, ne? Dann sieht man hier halt nur ein Washier und man sieht das Hands nicht. Das heißt, dann fragt man sich, was soll ich waschen? Dann denkt man direkt wieder, oh mein Gott, wie versaut sind die Leute, die auf diesem Schiff hier arbeiten? Welches aber hat das dann geschrieben? Ja, noch eine Taschenlampe, die brauche ich auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall wie ein Mädchen schreien, wenn hier gleich irgendwas kommt. Wieso flackert hier alles? Scheiße. Oh, Treppe. Oh. Oh mein Gott. Nein. Ein. Was steht da? Court. So, Court-Prozess. Prozess. Ach, wird irgendjemand hingerichtet? Oh, Handschellen. Cool. Klatschkonto. Also, was habe ich. Das ist ja cool. Das habe ich gar nicht richtig beachtet. Ich höre hier irgendwas, hä? Gut, ich glaube, das war's von dieser Runde hier. Ich gehe auf jeden Fall jetzt auf mich erstmal irgendwo hin verkriechen und. Oh, ja, scheiße. Wo kommt das her? Warte, war ich hier schon? Nope. Eine Tür. Wo wird sie hinführen? Ah, in den Raum. Oh mein Gott, ich habe schon das einzigartige Verbrechen gesehen. Eine Flasche neben dem Mülleimer. Welcher Mensch tut sowas? Flasche neben dem Mülleimer zu tun, obwohl man die reintun kann in den Mülleimer. Ich verstehe diese Menschheit nicht mehr. Oh, auf jeden Fall ein sehr schönes Bild von einem. Ja, ich würde mal ein chinesisches Haus sagen. Könnte auch ein Palast sein. Ja, ein Tempel vielleicht. Also ein Palast, nicht ein Tempel, ja, meine ich. Lalalala. Scheiß, wo will ich denn jetzt hin? Lal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 a. Oh, du Scheißding.
Nee, 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 nee. Nicht mit mir, Mann. Nicht mit mir. So, wo bin ich? Alles klar, dieser Raum. Okay. Hier ist ein einzigartiger... Oh mein Gott, nicht mal aufheben kann ich den. Das finde ich echt unverschämt so. Ist hier irgendwas Tolles? Oh, oh. Was? Eine Fuse? Ey, ne... Sehr schön. Oh nein, hätte ich gewusst, dass eine Fuse... Oh, nimm das! Vielleicht kannst du... Ich weiß, das bringt gar nichts bei dem Monster, aber ich mach's trotzdem. Nein, ich hab Angst. Es leckt übrigens nicht. Das ist nur mal, das sind nur meine Zuckungen. Ja. Oh, ich bin so ein Idiot. Hä? Ich geh das gar nicht auf. Ach ja, hab ich abgeschlossen, ich Idiot. Kamera, du hast mich nicht gesehen. Du dachtest ja, es da war es, aber in Wahrheit war da gar nichts. Ich habe übrigens gehört, ich weiß nicht mehr woher, aber jeder Stöhner, wenn man so macht, dann immer kriegt man irgendwie, immer geht dann so ein bisschen Glück verloren. Deswegen rate ich euch niemals. Oder was? Niemals. So zu machen. All diese Plakate stehen hier echt überall. Oh, Schnickerschnauze auf jeden Fall. Klatschkontroll. Ist das ein richtiger Film? Gibt's den wirklich? Oder ist das einfach nur so ein ausgedachter Scheiß? Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Das... war mein Magen. Ich hab Hunger, ja. Das... ist ja wohl Scheiß, Alter. Oh, scheiß Tür, Mann, ey. So, ja, jetzt hier, Mann. Hä, was? Ernsthaft, ich kann die Lampe anmachen? Oh, Mann. Das... damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Habe ich jemals in diesem Spiel schon mal eine Lampe angemacht? Das ist das erste Mal, glaube ich. Das ist mein erstes Mal. Das ist aber eine schöne Lampe, muss man sagen. Hat irgendwie was. So, hier ist wieder dieser Tempel. Hier ist ein Stuhl. Hier, komm mal dahin. Und gefühlt habe ich wirklich jetzt heute gerade noch irgendwie keinen Scheiß gefunden. Ich habe noch nicht mal das Monster gesehen. Gut, da bin ich, um ehrlich zu sein, sehr dankbar drum, aber... Alter. Oh, sieht nicht gerade... heil aus. Warte mal, wieso war die Tür auf? War das Monster etwa schon hier? Ich hab keine Ahnung. Welches Monster? Ich bin nur Gerd aus der Maschinenabteilung. Alter, ich habe 3 Sicherungen. Ey, die hätte ich in die letzte Runde übelst gebrauchen können, einer davon, ey. Oh, das Spiel, ey. Scheiß mich jedem Scheiß zu, ey. Sag mir jetzt nicht, ich finde noch eine. Das wäre voll witzig. Ah, das wäre echt witzig. Hallo? Ey, Fliege, verpiss dich. Das war mein Magen. Mal wieder. Ey Leute, wie kann ich da rein? Ich weiß es nicht. Oh, ein Radio. Boah. Alter, Fliege, geh weg. Du nervst. Du machst mir Angst. Oh, Alter. Bäh. Scheiß Ding. Ey, scheiß Fliege, Mann. Geh weg. Ah, oh, okay, sie ist weg. Ja, ich hab grad alles komplett dunkel. Ich sehe nichts mehr. Außer die Fliege, die gerade mal auf meinem Bildschirm ist, ey. Boah, ich habe gerade überlegt, ob ich meinen Bildschirm schlagen will, nur ich dachte mir dann so, nee, keine gute Idee. Ach Leute, ich dachte, das wäre gerade auch eine Fliege. Scheiße. Mann, geh weg. Lass dich auch nicht wegscheuchen. Alter, Junge, geh weg. Alter. Kackding. Ein Hass gegen Fliegen. Ja, diese Menschheit heute. Oh, ja. Rumzutrampeln wäre, glaube ich, keine Option.
Hä? Oh. Oh, Alter. Was? Was von wo? Mach mir doch nicht so eine Angst, Alter. Nein, ich will nicht. Oh, Scheiße. Ich hab grad ein paar bisschen Panik, ey. Alter, der Tisch steht gerade bewegt, Mann. Lass mal. Alter, du scheiß Flieger, ich klatsch dich weg, Mann. Alter, hast du einen Muff hinter dir, ey. Ist ja ekelhaft. Wasch dich mal. Aber ich muss sagen, er sieht irgendwie knuffig aus, ne? Man sollte sich immer einschleimen. Vor allen Dingen. Ja, halt mal Schnurz, ich will jetzt lesen. Where I am. Where am I, sorry. What the fuck was that? I need to find a way out of here as soon as possible. Ja, mein Freund. Erstens, das hast du geschrieben, als das Monster nicht mal gesehen hast. Also, woher weißt du, dass du was gesehen hast? Kann natürlich sein, dass du auch dass du diese rauschenden Stimmen hattest in deinem Kopf, so wie ich jeden Tag. Aber, warte, was? Nee. Okay, ist immer noch da. Ja, so dumm bin ich auch wieder nicht. Jetzt mach mal hin, dass du abhaust, so. So, du hast Land gewonnen. Freu dich. So, ich weiß nicht, wie es euch. Fühl mich sicher, wenn die Tür zu ist. Mann. Ich unschuldiger Kerl, ich wollte hier nur nach unten gehen. Am Anfang, ne? Die ganze Zeit Ruhe, ne? Die ganze Zeit. Wenn die Folge wieder eine Stunde geht, dann heul ich. Oh, Alter. Guck mal, der ist auch total... Alter, der sieht echt witzig aus von weitem. Dieser komische Nebelpups, der um ihn herum ist. Oh, ich hab ein bisschen Glück verloren, fuck. Das wollte ich nicht. Oh, Bäuerchen, sorry. Ich glaube, ich will nur mit dem Gestank will ich das Monster weglocken. Obwohl, nee, ich zieh ihn ja eher an. Und wie geht's euch so? Was? Ja, interessant. Ja, das freut mich. Flashlight. Das Licht ist so flashig, Mann. So. Ich glaube schon wieder scheiße, Mann. Da hat er ernsthaft die ganze Tür weggefetzt. Ey, und der kommt schon wieder hierher? Alter, oh Mann, ich fühle mich total. Ich fühle mich total offen hier. Ich meine, ich frag mich wieso. Also wir haben Glück, dass die Monster in diesem Spiel auf jeden Fall alle blind sind. Multiplayer war geil. So, zwei Leute verstecken sich vor einem Monster. Oder drei Leute verstecken sich vor drei Monstern. Das wäre auch witzig. Dann läuft man sich so beim Weg, sagt so, ja, guten Tag, was machst du? Wieso rennst du weg? Und dann da siehst du nur noch das Monster, das dich gerade hochhebt und dann, naja, umbringt. Tja, da würde man auf dem TS auf jeden Fall losschreien. Oder was weiß ich, was man benutzt. Skype, keine Ahnung. Was, Skype? Geh weg damit. TS. TeamSpeak 3, sag ich mal. Ja, komm. Ey, der will mich mobben, der weiß doch ganz genau, was ich hier bin. Der ist wie so ein... Ach, keine Ahnung, ich glaube, der ist echt... Der lauert nur auf seine Beute und wartet... Und wartet einfach, bis von die richtige Zeit gekommen ist, zuzuschlagen. Der hätte schon weitergehen müssen, dann wäre ich rausgekommen.
wir könnten, ja, könnten wir, wofür will ich den Scheiß überhaupt, wie kann ich mal droppen? Ja. Also wir könnten rein theoretisch mit, dem Dingens versuchen abzuhauen. Fehlt mir nur noch eins. Na, ich habe jetzt schon fast alles, ne? Mir fehlt jetzt nur noch diese eine Kacke dafür, für den Brain AFK. Warte mal kurz, ich muss überlegen. Ne, ich hab's vergessen. Fürs U-Boot. Ah, jetzt hab ich's. Okay. Da ist nix. Nothing. Alter, komm, scheiß drauf, Ding. Ach Quatsch, ups, da muss ich. Kacke, lass ich da liegen, den brauche ich nicht. Ich möchte jetzt mal ganz nur die Schubladen hier aufmachen. Ja, okay. Oh, da geht's noch lauter. Alter. Kann ich mich vielleicht an die Ecke zwingen? Schnauze. Nein! Das will ich nicht! Du, Kock, rauch du! Geh dich vorher ran, du! Mann! Was war das denn? Hi! Oh, erstmal mit dem Kopf voll gegen die Decke geklatscht. Alles klar. Ja, ich glaube, ich einfach. Ich glaube, ich level. Ich kann gerade nicht richtig reden, warte mal kurz. Ich gehe jetzt die Treppe runter. Oh Gott! Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Oh Gott! Oh, hab ich mich erschrocken. Ach du Kacke, hab ich mich erschrocken. Okay. Das war's von dieser Folge. Ich hab's versucht. Boah, ich hatte fast alles, Mann. Mir fehlte nur noch dieses Schweißgerät. Oh, Mann, ey. Kackvieh. Ich hasse ihn. Scheiß. Dreck. Fick. Pups. Mann, scheiß Fliege, geh weg. Mann. Ich bin gleich echt ungemütlich, Mann. Ich muss das Licht gleich anmachen. Dann verpisst ihr sich schon. Ah, schönes Bild, ne? So, hier der Drachenkopf und so. Ja gut, wir haben es verkackt. Ich meine, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war alles nur Illusion gerade. Wir sind geflüchtet, so. Illusion. Alles ist nur Illusion. Wie eine Fata Morgana, Mann. Okay. Collectibles? Ach nee, das habe ich ja schon mal drauf geklickt. Ich rede jetzt schon wieder so viel. Ich will einfach nur Tschüss sagen. So, schau. Wahrscheinlich wird irgendwann mal noch eine Folge kommen, aber halt nur in mehreren Abständen, weil das ist halt... Sonst wird es irgendwann nicht mehr gruselig. Also es ist jetzt schon nicht mehr gruselig, wirklich. Es ist halt einfach nur, dass wenn das Monster vor deiner Fresse auftaucht, dass man einfach, oh Gott, schreit und dann stirbt. Aber gut, man hat, glaube ich, das Zucken auch gesehen am Ende, ne? Kann ich ja gleich nochmal angucken. Wahrscheinlich werde ich dann laut lachen. So wie ihr wahrscheinlich auch. Ich lache jetzt sogar schon, okay. Bis zur nächsten Folge.
Oder bis einem anderen Let's Play. Tschüss.